Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit Big Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe heute zwei super coole Sachen für die Schule. Beides für Topmodel-Fans, wie ihr sehen könnt. Ein Etui mit drei Reißverschlüssen, also da passt richtig viel rein. Und ein Freundebuch. Also für die meisten ist ja das Schuljahr fast rum und die Sommerferien stehen vor der Tür oder die Sommerferien sind schon in vollen Gange. Und ja, nach den Sommerferien geht's wieder los und vielleicht seid ihr noch auf der Suche nach einem neuen Etui oder eben nach so einem Freundebuch. Und die werde ich euch jetzt hier mal vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, beides von Topmodel, von der Marke Depesche. Und ich finde beide super cool. Wir fangen mal an mit dem Etui. Da ist vorne auf der Vorderseite die Candy zu sehen mit einem kleinen süßen Hund. Und es gibt ganz viel Glitzer und bunte Farben. Das Ganze ist so beschichtet oder ja so aus Kunststoff eigentlich gemacht. An der Seite, das sieht ein bisschen aus wie Kunstleder in Blau Metallic. Und dieses Blau Metallic finden wir auch hinten auf der Rückseite. Hier steht noch Topmodel und an den Reißverschlüssen, da steht auch Topmodel, auch nochmal mit bunten Regenbogenfarben. Und zwei Reißverschlüsse können wir von hier öffnen und einen von hier. Dann bin ich mal sehr gespannt. Hier ist noch so ein kleiner Zettel dran. Buntstifte, Bleistifte, Filzstifte. Oh, das ist da wohl alles drin. Wir werden mal als erstes hier das öffnen und schauen, was wir da so finden. Aha, sehr praktisch, ein Radiergummi mit Herzchen drauf, ein Anspitzer, ein Klebestift, eine Schere und ein Spiegel. Hallo! Zwei verschiedene Bleistifte, einen dünnen und einen dicken. Hier ist Platz für einen Füller. Da ist jetzt im Moment so ein Pappfüller drin. Und ein Lineal ist dabei. Alles sehr schön blau hier und noch ganz sauber und matt. Dann öffnen wir mal den nächsten Reißverschluss. Der geht ja genau in die andere Richtung. Da sind wunderschöne Buntstifte drin. Besonders ist mir aufgefallen direkt, hier ist auch Silber und Gold dabei. Und ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 18 verschiedene Stifte. Alle schön angespitzt. Und ja, sehen wirklich toll aus. Sind übrigens von Osiris Lyra. Okay. So, dann kommen wir zum letzten Reißverschluss. Oh, und da sind nochmal ganz viele Filzstifte dabei. Und ich glaube, ja, das sind auch 18 Stück. Schwarz ist dabei, braun, verschiedene Brauntöne, auch so Hautfarben und sonst eigentlich alle Regenbogenfarben sind mit dabei. Sehr, sehr schön finde ich das. Also ich finde es optisch sehr schön. Von außen sieht es echt toll aus, aber auch die Sachen, die mit dabei sind. Praktisch kann man alles gut gebrauchen. Das Einzige, was mir ein bisschen auffällt, ist, es ist extrem groß. Da muss man einen großen Rucksack mitnehmen, einen großen Schulrucksack, damit dann man das Ganze hier mitnehmen kann. Aber ich finde es wirklich schön und natürlich auch zum Malen super gut geeignet. Ich male ja immer so gerne Topmodels aus und da sind echt viele Stifte dabei und auch wirklich sehr, sehr schöne Farben. Jetzt geht es mal weiter hier mit dem Freundebuch. Vorne drauf steht mein Freundebuch. Alles ist neonpink und ein bisschen Glitzer sehe ich überall. Hier steht auch wieder Candy. Und von hinten ist die Hayden. Hier steht Topmodel, Depesche. Dann schlage ich das Ganze mal vorne auf. Oh, hier sind ganz viele bunte kleine Sternchen, Regenbogensternchen. Und dieses Buch gehört, kann man direkt hier vorne dann eintragen. Das ist so ein bisschen im Wasserfarblook, als ob das so mit Wasserfarbe angemalt wäre. Oh, und dieses Buch gehört, da kann man alles Mögliche ankreuzen. Also hier ausfüllen und hier dann ankreuzen, wer ist dein Lieblingsmodel und bist du heimlich verliebt, ja oder nein? Oh, ob man das da wirklich reinschreiben möchte. Wärst du gerne berühmt? Ja, praktisch alles zum Ankreuzen. Dann kommt ein Geburtstagskalender. Oder Moment, hier kommt erst noch was. Ach, da kann man noch mehr ausfüllen. Noch mehr Informationen über denjenigen, dem das Buch gehört. Geburtstagskalender. Und da stehen auch so ein paar Stars mit dabei. Da sehe ich zum Beispiel Justin Bieber. Oder ich habe hier gerade Mark Forster gesehen.
alle möglichen. Rihanna ist mit dabei. Lady Gaga. Wann die alle Geburtstag haben, das wusste ich noch gar nicht. Im Juli haben nicht so viele Geburtstag, da hat nur Selena Gomez Geburtstag. Mal schauen, ob jemand noch vielleicht mit mir zusammen Geburtstag hat. Nee, mit mir hat keiner zusammen Geburtstag. So, dann kommt erstmal so eine ganz bunte Seite. Und hier ist das erste Topmodel, was sich hier eingetragen hat. Aha, ob jetzt wohl alle Topmodels kommen. Ich blätter mal weiter. Eingebildet, weiß ich nicht. Achso, die hat auch zwei Seiten ausgefüllt. Mhm. Da kann man auch echt viele Informationen dann noch über die Topmodels bekommen. Achso, nee, hier ist jetzt erstmal eine Seite, da kann eine Freundin sich eintragen. Und die kann auch alles so ankreuzen. Also, sehr cool. Mal ein bisschen was anderes. Man muss jetzt nicht irgendwie alles so wie sonst auf die Linien schreiben, sondern kann auch einfach ein paar Kreuzchen setzen. Oder in diese süßen kleinen Felder hier eintragen. Diesen Jungen finde ich am süßesten. Oh, wen finde ich denn am süßesten? Schwierig. Verrate ich nicht. So, mal schauen, ob da noch irgendein Topmodel sich eingetragen hat. Ich blätter mal ein bisschen weiter. Nee, das sind jetzt alles Seiten, wo Freundinnen sich eintragen können. Und das sind ziemlich viele. Also ein echt schönes Freundebuch, finde ich. Ah, meine Lehrerinnen und Lehrer haben jetzt auch nochmal hier so eine Extra-Kategorie. Ah, die müssen nicht ankreuzen, ob sie heimlich verliebt sind. Aha, okay. Und deine Topmodels und du. Hier kommen dann noch so ein paar Infos über die Topmodels. Und, aha, was ist das denn? Da kann man noch sehen, wer zu wem passt. Da kann man mit der besten Freundin schauen, oh, welches Sternzeichen hast du, welches habe ich. Oh, dann passen wir, was bedeutet Panda? Wir sind Seelenverwandte oder wir sind beste Freunde oder zusammen können wir Fun und Action haben. Also ein super cooles Freundebuch, total bunt, total viel zu sehen, total viel zu erleben und auch beim Ausfüllen. Ich glaube, das macht echt Spaß, das dann alles so auszufüllen, anzukreuzen. Ein actiongeladenes Freundebuch und hier ist noch so ein Band mit dabei, da kann man immer die Seite markieren, wo dann der nächste sich eintragen soll. Gefällt mir auch richtig gut, also ist einfach mal ein bisschen was anderes. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für diese Sachen. Was sagt ihr dazu? Also für Topmodel-Fans auf jeden Fall sehr cool geeignet. Mir gefällt es gut. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eher das Etui gerne hättet oder das Freundebuch. Was euch besser gefällt, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, könnt ihr auch gerne unten reinschreiben. Und sonst schaut natürlich unsere anderen Videos. Wir haben ja schon viele Sachen von den Topmodels vorgestellt. Oder unsere vielen anderen Spielzeugvideos. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!